Einen wunderschönen, meine Damen und Herren, liebe Liebenden. Mein Name ist Urs Wegehoff, ich bin der Medi-Urs. Und ich glaube, wir hatten eigentlich lange keinen Kaffee mehr zusammen. Tasse leer? Wir sollten. Umzug in die Küche, nachgekippt. Wir hatten lange keine Medi-Urs News mehr. Ja, und ich möchte euch mal so ein bisschen mitnehmen, was hier so verschiedentlich passiert ist, was gerade aktuell auf dem Hof läuft und was so in Zukunft anliegt und auch in naher Zukunft anliegt. Also, über Weihnachten haben wir die Werkstatt komplett auf links gedreht und neu gemacht, weil ich einen totalen Anfall gekriegt habe. Ich habe nicht mal meinen Fuß irgendwie in meine eigene Werkstatt gekriegt und ich liebe meine Werkstatt, wirklich. Und haben diverse Anhänger Müll weggefahren und gemacht und getan. So ein paar Eindrücke sehen wir jetzt hier, was da so verschiedentlich gelaufen ist. Über der Werkstatt kriegen meine große Kurze und ich unsere Asperger-Zelle, hätte ich bald gesagt, unseren Rückzugsort. Der wird jetzt so nach und nach. Und da haben wir die Giebelseite zugemacht. Auf der Seite, wo wir die Giebelseite zugemacht haben, wird dieses Jahr die Scheune neu aufgebaut. Wir haben die zu tragenden Teilen abreißen müssen, weil die zum Teil eingestürzt war und von daher fangen wir dieses Jahr an, die wieder neu aufzubauen. Das wären dann irgendwie nochmal 100 Quadratmeter. Wahrscheinlich wird es eine Werkstatt, also nicht einfach nur eine Bastelbude, sondern wo du tatsächlich auch irgendwie mal an den Autos arbeiten kannst oder irgendwas in der Art. So richtig genau wissen wir das aber noch gar nicht. Zumindest ist das noch nicht so richtig in trockenen Tüchern. Heute und morgen haben wir eine freiwillige Feuerwehr hier und die kriegen einen Kurs Erste Hilfe speziell für freiwillige Feuerwehren nach Feuerwehrdienstvorschrift 2. Ich packe das mal unten in die Videobeschreibung, was das ist und wenn ja, warum und wie viele davon. Da geht es darum, dass man sich irgendwann mal in der Feuerwehrdienstvorschrift ausgekaspert hat, dass man bis zum Abschluss des Truppmann-Lehrgangs, also der Grundausbildung, 16 Unterrichtseinheiten Erste Hilfe durchlaufen haben soll, also im Grunde den Kurs, den es seit 2015 nicht mehr gibt. Und die teilen sich auf in 9 Unterrichtseinheiten die Anlehnung der DGUV, also dem klassischen betrieblichen Ersthelfer, und 7 Unterrichtseinheiten feuerwehrspezifisch. Dazu hat sich nie jemand so richtig genau ausgekaspert, was mit dem feuerwehrspezifisch gemeint ist. Und wir haben ein Konzept dazu entwickelt, was ganz einfach den Hintergrund hat, wir sind so lange in der Feuerwehr, wir kommen auf Feuerwehr und Einsatzdienst also bei mir im Team, auf deutlich über 100 Jahre Einsatzerfahrung so in Summe. Wir machen das also alle schon sehr, sehr lange. Und von daher haben wir auch vieles gesehen. Und eines der Dinge, wozu wir uns mal wirklich ernsthaft bemüht und ausgekaspert haben, ist die Variante mit Herz-Lungen-Wiederbelebung bei Zustand nach Atemschutznotfall. Und das kommt gar nicht so selten vor. Und Hintergrund ist ganz einfach, wenn du dich in Gefahr begibst, dann kann es auch passieren, dass du in dieser umkommst. Und das zu vermeiden, das zu verhindern, da gibt es viele, viele Mittel und Möglichkeiten. Und gerade bei im Blaulichtmilieu, wenn dann tatsächlich derartige Unfälle passieren, hat das meistens sehr dramatische Folgen. Unter anderem, das werden wir mit dieser freiwilligen Feuerwehr üben. Und nicht einfach nur üben, sondern wirklich, bis sie es können. Das ist zum Teil ein gewisses Maß an Eigennutz,
Na, denn ich möchte auch, dass, wenn ich auf den roten Knopf drücke, dass auch ich entsprechende Hilfe kriege. Und wenn ich denn tatsächlich schon in der Position bin, dann wäre ich doch bescheuert, wenn ich diejenigen, die mich umgeben und die im Grunde der erweiterte Teil meiner Familie sind, wenn ich die nicht maximal gut schule. Das wäre völlig bescheuert. So, die haben wir also heute und morgen. Wir haben da schon mal die Jugendfeuerwehr geschult, wir haben auch die Betreuer geschult. Das ist so das, was heute anliegt. Wir haben den Sanitäter-Grundlehrgang fertig. Wir haben ihn fertig. Alter, was eine Geburt. Sanitäter-Grundlehrgang, so Schulz endlich mit alles mit scharfe Soße und Zwiebeln kommen wir da auf einen Lehrgang, der ziemlich gut an die 50 Stunden Sanitäter-Grundlehrgang der Hilfsorganisation reinreicht. Die Hilfsorganisation, da kocht jeder sein eigenes Süppchen. Dann heißt es Sanitäter-Grundlehrgang, dann heißt es irgendwie Sanitäter A, B, C oder. Na, da gibt es keine einheitliche Richtlinie drüber. Wir haben uns ein paar Sachen angeguckt in den verschiedenen Organisationen, haben die lautlachend verworfen, haben etwas zusammengestellt, wo wir ruhigen Gewissens sagen können, damit können wir tatsächlich Leute. Ganz egal, ob bei Veranstaltungen für Sanitätswachdienste oder tatsächlich zur Unterstützung im Katastrophenschutz, damit können wir die Leute wirklich auf die Menschheit loslassen. Und der Theorieteil ist ein Videokurs. Zu diesem Videokurs gibt es noch zwei Zoom-Meetings und es wird auch Einsendeaufgaben geben. Und bevor diese Einsendeaufgaben nicht erledigt sind, geht es nicht in den Praxisteil. So, und dieser Praxisteil sieht so aus, dass wir da zwei Wochenenden haben. Wir werden Ende März nochmal in einer Dienstbesprechung die Termine für den Praxisteil tatsächlich schütteln und rütteln. Es sind dann insgesamt 4 Tage über 2 Wochenenden verteilt und das wird richtig Rock'n'Roll. Der Haken an der Sache ist, wenn wir diese Einsendeaufgaben uns angucken, dann gibt es noch eine Nachbesprechung dazu, auch über ein Zoom-Meeting. Gerade für den Fall, dass die Leute von weiter weg kommen. Das Ding ist, dass wir in diesen 4 Tagen Rock'n'Roll hier nicht die Zeit, die Ruhe, die Muße, die Carry-Ons haben, nochmal Bauklötze und Bobby-Car rauszuholen und nochmal ganz von vorne anzufangen. Das werden wir nicht tun. Das werden wir auch nicht können. Dafür fahren wir Übungen mit Licht. Mit Ton, mit realistischer Wunddarstellung, mit ausreichend Kunstblut und mit realistischen Szenarien, die uns in der Praxis passiert sind. Und damit kommen wir zum nächsten Kurs, der dieses Jahr anliegt und den wir definitiv umsetzen werden. Und zwar ist es der Wochenendlehrgang zum Thema psychosoziale Notfallversorgung, also PSNV oder in ganz kurz psychische Erste Hilfe. Und zwar für Situationen, für Einsatzkräfte, aber auch für den Laien. Beispiel, wie wir es über die Feiertage gehabt haben, da bin ich zu einer laufenden Reanimation gerufen worden, bin irgendwann aus der Reanimation abgelöst worden und habe mich dann aber um die Ehefrau des Betroffenen gekümmert, so lange bis PSNV wirklich da war. Dafür zum Beispiel. Da hat eine Ehefrau ihren Mann aus dem Bett gezogen und angefangen zu reanimieren. Früher ist man beigegangen im Rettungsdienst, hat dann die Leute irgendwie in den Rettungswagen gepackt und ist dann von dann gerudert. Häufig ist es das Ding gewesen, dass der Rettungsdienst hinter sich nicht mal aufgeräumt hat, was für die Hinterbliebenen oder für die Angehörigen, die eventuell einen ihrer Nächsten reanimiert haben, ein unfassbar traumatisches Ereignis ist. Nach wie vor ist. Und es gibt nach wie vor Rettungsdienstler. Da war auch eine laufende Reanimation eines 29-Jährigen auf einem Parkplatz und die haben den Müll aus der Reanimation auf dem Fahrersitz des Betroffenen abgepackt. Also hatten das zwar von der Straße und vom Parkplatz aufgenommen, aber hatten das dann in das Auto gepackt. So, jetzt kommt nach Möglichkeit
Die Mutter des Betroffenen muss das Fahrzeug irgendwann abholen und findet da im Fahrzeug den Müll aus der Reanimation. Ich möchte mal wissen, wann das irgendwie so gang und gäbe geworden ist in der Notfallmedizin. Oder bin ich da der Einzige, der da wirklich allergisch drauf reagiert? Weil ein derartiges Verhalten im Krankenhaus wäre in meiner alten Baustelle ein fristloser Kündigungsgrund gewesen. Nur mal so am Rande. Also es wird, wie gesagt, diesen Kurs PSNV und einen Wochenendkurs PSNV geben. Dieser Wochenendkurs PSNV, wie gesagt, wird ein Wochenende. Dieser Kurs wird stattfinden, wenn wir mehr als 5 Anmeldungen haben. 3 Interessenten habe ich bereits. Wie gesagt, Ende des Monats wird es auch dazu einen Termin geben, einen fixen. Wir werden uns dann auch nochmal die Karten legen, wie wir es machen mit dem medizinischen Training für entlegene Gebiete in und um Bad Urach, also im Süden der Baunes Republic. Auch darüber werden wir uns Ende des Monats nochmal die Karten legen. Unsere Homepage hat sich ein klitzekleines bisschen verändert. Wir haben ein kleines bisschen umgebaut, umgerüstet. Ihr findet jetzt alles an Kursen, was wir irgendwie anbieten, unter einem Reiter. Wenn da nicht das Richtige dabei ist, virtuelle Brieftaube an info@mediurs.de und dann gucken wir, ob und wie wir zusammenkommen. Denn das Schöne ist, wer nicht fragt, kriegt auch kein Ja. Das sind so Dinge, die also in nächster Zukunft anstehen. Worüber wir uns auch noch die Karten legen, sind verschiedene Messen und Kongresse, wo wir auflaufen werden dieses Jahr. Denn wir sind ziemlich fest davon überzeugt, dass mit der Reichweite, die wir haben, dass wir viel mehr Lampe zeigen müssen. Das hat aber auch für euch den Beigeschmack, dass auch wir dann irgendwie bei Kongressen oder Messen oder wie auch immer auch zusammenkommen und uns austauschen können. Weil ich finde es ziemlich cool, wenn man sich gegenseitig mal auch ins Gesicht schreien kann. Also nicht einfach nur virtuell, sondern so, na, kennt ihr. Gut, Kinders, das war also nur so ein kurzer Abriss, das war nur so ein kurzes, so ein paar kurze News. Es wird noch mal ausführlicher mit den Kursen und dann wird auch noch mal geklatscht und gesungen. Da gibt es noch was. Die Lifeguard-Traumabandagen sind wieder da, die haben eine ganze Weile gebraucht. Und was nächste Woche endlich wieder eintrudelt, sind die Traumabandagen aus Israel. Die liegen in Frankfurt beim Zoll und normalerweise mit dem Versanddienstleister, den sich mein Händler da irgendwie rausgesucht hat, sollte die Nummer eigentlich innerhalb der nächsten 3 Werktage tatsächlich hier bei mir vor Ort sein. Und ich könnte mich hinhocken und pressen vor Freude und Glückseligkeit. Dann gibt es also auch die Woundstop wieder. Die sind nicht nur bestellt, sondern diesmal sind die wirklich im Zulauf. Zoll ist bezahlt, all der ganze Quatsch ist abgewickelt. Das macht aber alles dieser Versanddienstleister, worüber ich unfassbar froh und glücklich bin, weil es ist... Das wollt ihr nicht selber machen. Echt nicht. Ja, und ist schon ziemlich cool. Nächstes Wochenende ist der nächste Online-Kurs, das nächste Online-Seminar über Blutstillung. Einweisung Tourniquet, Einweisung Traumabandage, komprimierte Gase, How to improvise mit einem Baumwolldreiecktuch. Doch, das geht. Und darüber habe ich mich auch schon mehrfach ausgekaspert. Das gebe ich euch mal hier, das Video. Kenners, mir war es erstmal ein inneres Blümchen pflücken. Macht keinen Blödsinn oder zumindest nicht mehr als sonst. Und wenn doch, dann lasst mich wenigstens über Social Media dran teilhaben. Bis zum nächsten Mal. Showtime, folks. Woo-hoo!